Bombensuche am Hauptbahnhof. Ein neunköpfiges Munitionsbergungsteam bohrt mit dieser Spezialmaschine den gesamten Vorplatz auf. Mit ihr werden 9000 Löcher bis zu 8 Meter Tiefe gebohrt. Die Munitionssucher müssen dabei sehr gewissenhaft sein. Jede Bohrung könnte ein Volltreffer sein. Die Männer tasten sich deshalb in den Untergrund vor. Als erstes wird eine Sicherungsbohrung auf 1,5 Meter Tiefe gemacht. Eine Sonde wird dann nach unten geschickt. Sie überprüft das Umfeld auf metallische Gegenstände. Anschließend wird das Gleiche in 3 Meter Tiefe gemacht. Die Messdaten werden danach am Computer ausgewertet. Also bisher wurden ca. 4000 Bohrungen durchgeführt. Und von den 4000 Bohrungen haben wir ungefähr 5 Bohrungen, bei denen Werte im Erdreich sind, die später noch überprüft werden müssen. In der nächsten Woche will der Trupp fertig sein. Die Messdaten sollen bis Mitte August ausgewertet sein. Dann ist klar, ob Blindgänger jahrzehntelang unter dem Bahnhofsvorplatz gelegen haben.